Quarantän-Air, der Foto-Corona-Podcast. Liebste ZuhörerInnen, mein Name ist Thomas, ich bin Hochzeitsfotograf, ich bin Werbefotograf, aber vor allem bin ich aktuell Corona-positiv. Ich habe beschlossen, meine Quarantänezeit nicht komplett vor der Playsee zu verbringen und weil ich aktuell mehr Zeit übrig habe als sonst, habe ich beschlossen, was zu machen, was ich schon ganz, ganz lange vorhabe, nämlich meinen eigenen Podcast. Und so habe ich mich einfach auf Instagram geschwungen und FotografInnen geschrieben, die mich jeden Tag inspirieren, denen ihre Stories und denen ihr Feed mir immer wieder angezeigt wird und die ich selber für meine eigene Inspiration nutze. Und so kamen diese Gespräche hier zustande. Ich habe meinen Inspirationen geschrieben und gesagt, hey, ich würde mich gerne mal mit euch unterhalten. Und die meisten hatten Bock drauf. Und so heiße ich euch willkommen zu einer neuen Folge von Quarantän-Air, meinem eigenen Fotopodcast. Schön, dass du dabei bist. Wie immer gab es am Anfang so ein kleines bisschen Techtelmechtel technisch. Und wenn es das nicht gibt, dann ist es auch kein echter Podcast. Wenn beide nicht erstmal ein paar Minuten brauchen, um ein bisschen klar zu kommen, dann ist es kein Podcast. Ich nehme am Anfang meine ZuhörerInnen immer so ein bisschen mit an die Hand und führe die so ein bisschen durch und erzähle den Leuten erstmal, woher wir uns eigentlich kennen. Und das ist hier eine recht lustige Geschichte. Ich bin ganz, ganz großer Fan. Zu Beginn darf ich dich Max nennen, nennt man dich Maximilian. Klar, Max reicht vollkommen aus. Ich bin riesiger Fan von Max. Ich folge Max auf Insta und darf Max seine Hochzeit fotografieren, was mich sehr, sehr arg freut. Yes. Und darüber kam auch ein bisschen so unser Kontakt zustande, weil der Max mich gefragt hat, ob ich das möchte. Und ich war ganz überrascht, weil ich habe Max sein Portfolio durchgeschaut und war am Anfang auch so ein bisschen eingeschüchtert, weil der Max ist selber Fotograf und dazu muss man wissen, ein verdammt guter Fotograf. Der Max fotografiert, glaube ich, großteils analog, so ist zumindest meine Ausschließlich, Wahrnehmung. Ja. Ausschließlich. Bam, geil. Und macht so ein bisschen, was ich ganz geil finde, muss man auch ehrlich sagen, viele von euch, die mir irgendwie folgen, die wissen, ich bin großer, leidenschaftlicher, analoger Fotograf, aber der Max macht das nochmal auf einem ganz anderen Level. Und ich bin Weshalb ich übrigens auch drauf gekommen bin, dich für meine Hochzeit zu nehmen, weil ich Bock hatte, dass auch jemand analog fotografiert. Und du einer der wenigen warst, der das macht, ja. Genau. Guck, und so kommt es so ein bisschen zustande. Und dann spiele ich dir doch auch gleich den Ball zu. Vielleicht magst du dich kurz vorstellen und kurz so 2, 3 Takte zu dir erzählen. So die klassische Vorstellrunde, das neue Kind in der Klasse. Ja, ist schwierig, über sich selber zu reden, aber ja, voll. Genau, also ich bin der Max. Ich komme ja aus zwischen Ulm und Stuttgart, aus Aalen, so ein kleineres Nest. Und habe mich seit 2017, mache ich jetzt eigentlich alles analog. Vorher ein bisschen schon Digitalkamera seit 2010 rumprobiert und habe angefangen mit dem Kumpel damals über, ja, wir haben so ein kleines Fashion-Ding gehabt mit T-Shirts-Design und so ein Quatsch. Und da hat es dann irgendwie angefangen mit Bildbearbeitung und so und dann irgendwie immer mehr Bock drauf gehabt zu fotografieren halt. Und ja, hauptsächlich Landschaften. Dann bin ich irgendwann komplett in das Landschaftsding abgerutscht mit Instagram und die ganze Landschaftsfotografie-Szene. Da kennt ja jeder, glaubst du, German Roamers und das ganze Zeug. Und habe das dann voll mitgemacht. Das war eigentlich eine coole Zeit, aber irgendwann ging es mir gegen den Strich, weil es einfach zu viel immer, da muss ich dahin und jetzt noch schnell das mitnehmen und dahin. Und im Urlaub ging es hauptsächlich darum, irgendwie Spots abzugrasen und dann habe ich gesagt, nee, das kann es nicht sein und ich höre auf. Und dann ist mein Opa 2017 gestorben. Da kommen wir ja bestimmt nachher auch nochmal dazu, weil von dem habe ich jetzt auch ein kleines Projekt angefangen und habe den seine alten Analogkameras gefunden und habe gedacht, irgendwie muss ich das jetzt ausprobieren. Hat am Anfang keine Ahnung, habe einfach versucht, irgendwie rumzuspielen. Und dann halt mal einen Film eingelegt. Natürlich die ersten 10 Filme war halt nur Käse dabei. Und so hat sich das einfach hochgesteigert bis jetzt und bin immer dran geblieben. Und ja, genau. Das war eigentlich so, was ich mache. Ich glaube auch ein ganz untypischer Weg, also eigentlich ist ein typisch untypischer Weg. Ne? Man fängt mit so, jeder hat so irgendwie diesen einen Moment, wo es losgeht mit der Fotografie. Spannend, dass es bei dir so ein bisschen über das Side-Business kam, so mit Bilder bearbeiten über T-Shirts oder Verkauf, ja, oder ja.
Aber so dieses Klassische, ich habe auch mit der Landschaftsfotografie angefangen, da kann ich da gut mit dir mitfühlen und auch dieses, oh, dieses fucking Spotgelaufe und so, ne, googeln und Instagram genau, gucken, ja. Und wir haben irgendwie Wochenende, wir sind auch, also meine beste Freundin und ihr Freund, mit denen habe ich das so zusammen ein bisschen gestartet und wir waren jedes fucking Wochenende an irgendeinem fucking Instagram-Spot. Spots abgrasen. Scheiße, Mann. Geroldsee und Berchtesgaden, alle, überall. Berchtesgaden, Eibsee und die ganzen Klassiker. Ja, natürlich. Ja. Alles jeden, mitgenommen. Ja, natürlich. Jeden und jeder macht das gleiche Foto im Endeffekt. Jeder macht das gleiche scheiß Foto. Ich weiß noch, wir sind mal zum Geroldsee gelaufen. Morgens, ich schwöre dir, 40 Leute an diesem verdammten Spot. 40 fucking Leute. Ja. Alter, das am Alpsee bei mir das gleiche Mal. Alter, so schrecklich, Alter. Und das war dann bei mir aber auch irgendwann der Punkt, dass ich gesagt habe, so, ich habe keinen Bock mehr. Und habe einfach angefangen, Menschen zu fotografieren. Also das war so ein bisschen Leidenschaft in Leidenschaft gewesen. Ich habe da schon als Berufsfotograf gearbeitet und natürlich auch Hochzeiten begleitet und so. Mhm. Aber dieses Landschaftsding war halt für Insta und so total geil. Und das hat auch eine Weile richtig gut funktioniert. Wenn du da irgendwie ein Bild vom Plansee gepostet hast, dann hast du automatisch irgendwie 700 Likes drauf gehabt, ne? Und 40, 50 neue Follower, die dir absolut nichts gebracht haben. Aber nee, natürlich da waren. Noch. Das ist ja so ein Ding, was, ja gut, ganz anderes Thema, aber. Kommen wir nachher tatsächlich auch so ein bisschen zu Insta-Thematik. Aber das ist mega lustig, dass wir da beide angefangen haben. Aber was dann recht ungewöhnlich ist, dass du dann so diesen ganz harten Break gemacht hast von diesen High-End-Blende geschlossen auf Blende 16 am besten, Landschaftsaufnahmen mit diesen Bildern, die jeder macht, hin zu so einer ganz eigenen Bubble, nämlich der analogen Fotografie. Gab es da bei dir irgendwie, einen Trigger, der das ausgelöst hat? War das dann tatsächlich die Kamera vom Opa, die du dann in die Hände genommen hast? Ja, auf jeden Fall, ja, das. Ich habe einfach gedacht, ich muss jetzt mal abchecken, was das überhaupt ist. Also ich habe am Anfang an dem Ding rumgespielt und ich hatte keine Ahnung. Also klar, Film war so eine Sache. Meine Mutter hat auch noch analog fotografiert damals. Also ich komme schon auch noch ein bisschen aus der Zeit, aber ich habe die Kamera angefasst und ich hatte keine Ahnung. Mhm. Und so habe ich mich da einfach reingefuchst. Und bei mir war es schon immer so, wenn ich irgendwas mache, dann muss ich gleich immer alles nachschauen und googeln und alles abchecken. Das und dann halt gleich Kopfsprung rein quasi. Ja. Und so kam das halt jetzt. Ja. Also es war schon eigentlich die Kameras, wo ich gefunden habe damals, der Auslöser. Und dann habe ich gemerkt so, oh krass, das machen echt viele noch. Und irgendwie ist das ein Ding so anscheinend. Und dann habe ich mich da halt irgendwie rein. Warum bist du dran geblieben? Du hast gesagt, die ersten 10 Rollen waren scheiße. Ich kann das auch vollkommen verstehen. Das frustriert am Anfang wahnsinnig. Also gerade so, wenn man dann vielleicht so ein bisschen von den High-Rated-Sensoren kommt, so von Sony und so, wo jedes Bild geil aussieht, hin und dann merkt man irgendwie auf so einem Film, da sind 36 Bilder drauf, das hat bei DM irgendwie 15 Euro gekostet, den Scheiß entwickeln zu lassen. Und dann kommt das zurück und es sieht alles aus wie Grütze. Da verlieren dann auch recht viele sofort wieder den Ehrgeiz und den Hunger daran, da irgendwie was Geiles zu machen, weil die denken dann halt automatisch irgendwie an geile Bilder aus den 60ern oder so und sieht halt nie so aus am Anfang, ne? Also, nee. Deswegen, wie hast du da weiter Appetit bekommen darauf? Boah, ich weiß gar nicht, wie das war, aber ich hatte einfach, das war halt so ein Ding, ich hatte einfach die Kamera dabei und habe halt Fotos gemacht und das dann immer bei uns beim kleinen Fotogeschäft abgegeben. Aha, geil. Zum Entwickeln und gescannt habe ich sie dann gleich selber. Ich habe gesagt, entweder hole ich mir so einen Scanner oder ich schicke sie halt ins Labor. Dann habe ich mir so einen Scanner geholt, irgend so ein Epson V, was weiß ich, so ein ganz billiges Teil, 120 Euro oder so. Und kam halt auch genau das raus, was du erwartest. Und ja. Matsch. Und dann irgendwann habe ich sie gesagt, komm, jetzt schickst du mal ins Labor. Dann habe ich sie zu meinem Filmlab mal geschickt und ab da ging es dann auch wirklich bergauf. So, da hast du dann halt gesehen, okay, das macht schon einen Unterschied, wo du entwickeln lässt, wo du scannen lässt. Und das liegt nicht alles in der Kamera oder im Film, sondern der ganze Prozess wirkt da halt mit rein. Tatsächlich ist es, ich würde jetzt auch sagen, ich fotografiere wirklich viel analog und ich habe auch einen Scanner, um Negative zu scannen. Jetzt hat ein guter Freund von mir letzte Woche seine Hasselblad verkauft und
Derjenige, der sie gekauft hat, hat sie bei mir im Studio gekauft. Wir haben dann auch gleich einen Film durchgeschossen. Ich habe eine kleine Dunkelkammer im Studio. Wir haben den gleich entwickelt. Mega geil übrigens, ey. So geil. Danke, also es war auch eben, ich wollte extra einen Raum anmieten, wo mein Studio ist, aber da hat er keinen übrig. Und da habe ich gedacht, komm, scheiß drauf, ich will eine haben. Und habe sie mit meinem besten Freund an einem Tag reingebaut. Ich meine, es ist eine Holzkonstruktion, da sind Gipswände davor. Wir haben sie halbwegs lichtdicht bekommen. Es funktioniert, also du bist auch jederzeit herzlich. Was willst du mehr? Ja, ich komme auf jeden Fall mal vorbei. Auf jeden Fall. Ich habe jetzt selber auch eine mittlerweile, aber bis heute noch nicht einmal benutzt, weil ich einfach zeitlich, ja, es ist mir einfach ein zu großer Aufwand jetzt immer mit Scannen und hast ja immer was zu tun. Ja, also und genau. Und dann halt noch Dunkelkammer dazu, das ist heftig. Genau. Aber es ist halt geil, so, ich habe irgendwann angefangen, tatsächlich, ich behandle meine Negative auch nicht gut, also ich bin jetzt keiner, der irgendwie mit weißen Stoffhandschuhen daran langt. Ich feuer die halt in eine Schuhschachtel und irgendwann habe ich die halt mal in so Folien sortiert und so, aber die waren mir immer egal. So, ich hatte den digitalen Abzug und das war mir irgendwie wichtig genug. Und jetzt erst mit der Dunkelkammer habe ich da auch richtig Freude dran, irgendwie die Ordner aus dem Schrank zu ziehen und da durchzublättern, ne, wie durch so ein analoges Anarchiv einfach. Und es macht wahnsinnig Spaß. Aber was ich noch kurz erzählen wollte, der hat diese Scans, die wir dann, diese Negative, die wir bei mir im Studio entwickelt haben, hat er dann bei MyFin oder in München bei irgendeinem Fotohaus scannen lassen und mir dann die Abzüge geschickt. Leck mich am Arsch. Das war natürlich, der hat irgendwie, keine Ahnung, 20 Steine für den Scan gezahlt. Also, aber scheiße, ich war dann so, oh Mann, ich habe die einfach so nebenher entwickelt. Ne? Ich habe nicht mal Temperaturen gemessen oder so. Einfach, dass ich ihm zeigen kann, der Verschluss funktioniert und so weiter. Farbe oder schwarz-weiß? Schwarz-weiß, also wirklich aber auch schlecht entwickelt. Ne? Ich habe auch gar nicht auf die Uhr geguckt, so Pi mal Daumen und so, ja, das wird reichen. Und ich war so scheiße angetan von diesem Scan. Und dann habe ich da angerufen, gefragt, so, ey, ich muss fragen, mit was ihr scannt. Er hat mir dann den Scanner durchgegeben und ich habe dann gesehen, okay, der Scanner kostet irgendwie, benutzt irgendwie einen hohen fünfstelligen Bereich, so okay, kann ich mir nicht leisten, krass. Aber auch als erfahrener Analogfotograf trifft man da immer wieder nochmal auf so Dinger, wo man sich denkt, ja Mann, es ist halt nicht nur die Entwicklung und das Negativ, sondern halt auch tatsächlich der Scan, der das Bild dann irgendwie, wenn du es digital möchtest, doch nochmal mit ganz viel Qualität. Genau, ja. Ja, das ist sehr, sehr krass und schön auch, dass es Leute gibt wie du, die das auf so ein ganz neues Level heben und machen, weil du scannst ja tendenziell selber, du machst das selber, ne? Du hast ja deinen eigenen Weg. Ich scanne alles mittlerweile selber, ja. Also Farbe tatsächlich, manchmal scanne ich selber, manchmal schicke ich es ins Labor, ist immer so halb-halb. Also ich finde, Farbe ist immer so ein Ding mit selber scannen, so. Im Labor kriegst du schon noch teilweise andere Ergebnisse, wie wenn du es selber machst. Aber die Preise sind halt auch extrem mittlerweile und deshalb mache ich es teilweise auch selber. Aber und komm nicht zu den Ergebnissen wie im Labor, das ist einfach schwierig. Man muss auch einfach sagen, das ist was, das bei deinem Feed extrem auffällt. Also als Fotograf, ich gehe da drauf und ich bin so fucking angetan von deinem Look und deinen Farben. Ganz egal, ob deine eigenen Sachen oder die von deinem Großvater. Das hat eine so stimmige, der Feed ist einfach, als würde jemand deine Augen streicheln. Die Farben sind so wunderschön. Scheiße, ich kann das wirklich nicht beschreiben, aber selbst ich zeige dann solche besonderen Sachen, zeige ich zum Beispiel meiner Freundin, die ist keine Fotografin, aber selbst die hat gesagt, wow, was für ein schöner Look, was für schöne Farbtöne. Und krass. Das heißt dann schon immer was. Und also dafür, da stößt du für mich auch wirklich raus. Also gehe ich durch Instagram, fällst du mir immer wieder auf. Also es sind immer wieder Bilder, cool. Entweder von dir oder von Grandpas Archiv, wo ich immer wieder denke, oh, geil. Und dann gucke ich erst den Namen an und merke, ah ja, der Max wieder. und das macht das schon sehr, sehr besonders. Also du machst dir dahingehend tatsächlich sehr viele Gedanken, wie es aussieht. So wenn du dir da schon überlegst, okay, mache ich es selber, schicke ich es ein. Doch schon. Also wie gesagt, das ist bei mir so ein Ding, wenn ich was mache, dann muss ich es komplett, so alles oder nichts ungefähr. Okay. Und ja, ich mache also kaum seit ich analog fotografiere, sind die anderen Hobbys alle so ein bisschen nach hinten gerutscht irgendwie und mache eigentlich wenige andere Sachen. Also wenn ich Freizeit habe, dann bin ich eigentlich meistens irgendwie mit der Kamera unterwegs oder halt jetzt mit Family irgendwie draußen, aber Kamera trotzdem dabei. Also das ist einfach so ein
tägliche Begleiter mittlerweile. Für die ZuhörerInnen, du bist hauptberuflich nicht Fotograf, du bist du hast einen anderen Beruf, aber du fotografierst du Aufträge, nimmst du Aufträge an? Gar nichts, also gar nichts. Ich habe teilweise mal ein bisschen was gemacht, aber das war noch zu digitalen Zeiten und aber jetzt, also analog habe ich noch nie was gemacht und hab's auch nicht wirklich vor, weil ich halt eigentlich schon so, klar, wenn jetzt was kommt, wo mir genau reinpassen würde, würde ich es wahrscheinlich schon machen, aber ich habe halt keinen Bock, irgendwie meinen Look zu verändern oder irgendwas zu ändern, nur dass ich jetzt Aufträge machen kann oder so, weil dann gehe ich lieber normal arbeiten und mache nebenher mein Ding so. Oh, das ist so geil. Ich höre das so, so gerne. Das ist so eine schöne Vorstellung für mich, weil ich habe mir mit dem Beruf das Hobby kaputt gemacht, das muss man einfach sagen. Also ich baue mir in der Fotografie dann so Bubbles, wie jetzt zum Beispiel einfach mit der analogen Fotografie und versuche die dann auch so ein bisschen für mich zu behalten. Aber so diese Leidenschaft ist einfach weg, weil es einfach täglich Brot ist. Ne? Also es ist viel Job, ich rufe das viel ab, wie ich es brauche. Und da bin ich dann immer sehr neidisch, wenn jemand sich hinsetzt und sagt, ey, mir wurscht, ich muss keine scheiß Aufträge aufnehmen, ich mache das einfach aus Herzblut und dann, also ich finde, es spiegelt sich bei dir halt auch einfach wieder. Ich habe in meinem Fragenkatalog so eine Frage drinstehen, die heißt, zu wie viel Prozent bist du Künstler, zu wie viel Prozent bist du Dienstleister? Und du kannst es einfach komplett verneinen und sagen, nö, ich mache das komplett für mich selber und das ist was wahnsinnig, wahnsinnig Schönes. Weil das so eine riesige Welt ist und einfach, glaub, ganz viel erlaubt einfach auch, dass du dich da sehr frei bewegen kannst und auch sehr frei entwickeln kannst. Und trotzdem hast du es geschafft, in der analogen Szene auf jeden Fall einen Namen zu sein, den man kennt. Maximilian Forster ist jetzt einfach ein Begriff, über den man irgendwann mal stolpert, wenn man so in dieser analogen Bubble sich bewegt. Und hast geschafft, auch irgendwie Aufmerksamkeit zu erzeugen. So. Was glaubst du, wo kommt das her? Also ich denke, das meiste kommt schon von Instagram und es muss auch ehrlich sagen, so, es sind auch immer wieder die gleichen Leute, mit denen ich irgendwie wie schreibe und also so viele sind es jetzt gar nicht, wo mit der analogen Fotografie zu tun haben, sage ich mal, und noch bei Instagram unterwegs sind. Also klar, die ältere Generation vielleicht schon, aber jetzt gerade die Jungen oder so sind immer wieder die gleichen. Ist mir halt so aufgefallen, ja. Aber ich denke, dass es hauptsächlich schon von Instagram kommt, einfach weil ich da halt auch ziemlich aktiv bin einfach. Ja. Und ich mittlerweile, also am Anfang war es immer so ein, ja, das ist immer so ein Zwiespalt, aber so mittlerweile habe ich echt viel Kontakt mit Leuten, die in der analogen Szene halt unterwegs sind. Und das macht es für mich auch einfach interessant. Wenn das jetzt nicht so wäre, dann klar finde ich es cool, irgendwie sich so ein kleines Feed aufzubauen und so. Das gefällt mir einfach so ein bisschen, das ästhetisch irgendwie aufzubauen. Und aber merkt man, also du hast da wirklich eine sehr, sehr krasse Ästhetik drin. Und der Max, der redet das jetzt ein bisschen klein. Du hast fast 3000 Abonnenten auf Insta und ich habe auch das Gefühl, dass zweieinhalb oder so. Sehr, sehr aktive Follower hast. Also ich sehe es an deinen Kommentaren, an deinen Like-Zahlen. Also das ist schon eine sehr, sehr feste Community, die du da hast. Also das lasse ich nicht so gelten, darfst du nicht kleinreden, ist tatsächlich man muss ja auch immer sagen, ne, analoge Fotografie ist schon in der Fotografie eine sehr eigene Blase mit sehr eigenen Regeln und da hat nicht jeder Bestand und nicht jeder besteht da und ich finde, das ist doch durchaus schon was, auf was man stolz sein kann, was du dir da aufgebaut hast. Jetzt möchte ich so ein bisschen vorgreifen, weil wir immer hier von zwei Accounts von dir reden. Ja. Vielleicht nehmen wir unsere ZuhörerInnen so ein bisschen an die Hand und erzählen denen so ein bisschen. Es gibt nämlich einmal Maximilian Forster, wo du deine eigenen Sachen präsentierst und dein Feed so ein bisschen alleine großziehst. Aber es gibt noch ein Projekt von dir. Ich wollte jetzt nicht mit dem Projekt einsteigen, weil ich finde, es ist beides unfassbar geil. Und ich möchte gar nicht irgendwie Grandpas Archiv in den Vordergrund stellen, weil ich finde, beides hat komplett eine eigene Welt. Aber vielleicht magst du mal so ein bisschen erzählen, was ist Grandpas Archiv und wann hast du damit angefangen? Wie kam die Idee dazu so ein bisschen? Also angefangen habe ich damals, oder ich greife mal noch ein bisschen weiter zurück. Also mein Opa war auch so ein bisschen Fotoverrückter. Und immer bei Familienfesten war das immer bei uns so ein Ding, wir gucken Dias an. Hat mein Opa das alles aufgebaut und ganz stolz immer seine Dias präsentiert alles. Hat man da so 5, 6 so Kartons Dias durchgenommen, nach dem Essen irgendwie.
Und ja, mein Opa ist dann 2017 verstorben und da habe ich dann auch die Kameras entdeckt. Der ganze Keller ist voll mit Dias, also alles fein säuberlich sortiert und beschriftet. Also der war da wirklich ordentlich. Und dann habe ich mir so gedacht, mein Opa, der hat es immer nur für sich gemacht, was auch wirklich schön ist, was ich jetzt gerade auch mit Instagram und so auch irgendwie schön finde, dass man da so dranbleibt, wenn man was nur für sich macht. Finde ich mega bewundernswert irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich das genauso machen würde. Oder, weil ich bin eigentlich schon jemand, ich will schon meine Sachen irgendwie zeigen. Der Also ich Applaus denke, treibt an auf jeden Fall. Ja, das ich gehört auch weiß, was irgendwie du zur meinst. Fotografie dazu, aber auf jeden Fall mega Respekt dafür, dass man sowas über 30, 40 Jahre lang machen kann, nur für sich selber. Finde ich mega cool. Und die habe ich dann auf jeden Fall im Keller halt noch rumstehen gehabt bei meiner Oma und habe mir gedacht, so, ich muss irgendwas damit machen. So, die Bilder sind viel zu gut und viel zu schade, dass sie hier einfach nochmal 30, 40 Jahre stehen und die Dias werden auch nicht besser mit der Zeit. Also. Es löst sich alles irgendwie auf und auch wo die ganzen Kartons, wo die drin sind, das ist alles so, ja, nimm mir in so einem guten Zustand. Und da habe ich mir gedacht, ich muss jetzt was damit machen. Habe dann angefangen, immer ein paar mir rauszupicken, so richtige Banger, und mit heimzunehmen und dann zu scannen. Und habe das dann auch immer wieder verfeinert, so den Scan-Prozess. Bin zwar immer noch nicht ganz zufrieden, aber so langsam geht es in eine gute Richtung. Es ist auch alles noch ganz am Anfang, also. Dadurch, dass ich jetzt echt wenig Zeit habe und halt viele auch meine Sachen noch mache. Und genau. Ja, dann habe ich angefangen, die zu scannen. Und halt bei Instagram hochzuladen, habe mir gedacht, ja, wie teile ich die am besten? Und habe dann gedacht, ja, Instagram ist eigentlich am einfachsten und habe da halt angefangen, die zu teilen. Und kam dann auch relativ zügig, also immer gutes Feedback von allen möglichen Leuten, also quer durch die Bank, ältere Leute, jüngere Leute. Und es hat halt einfach was, wenn man Bilder sieht, wo 40 Jahre alt sind, wo man dann vielleicht auch noch bei uns aus der Region irgendwie hat und noch einen Bezug dazu hat. Also man kennt die Orte, man war selber schon da irgendwie. Und das will ich auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen vertiefen. Inwiefern oder in was für einer Zeit, keine Ahnung. Kommt alles, denke ich mal. Weil das ist wirklich viel. Also das sind mindestens 10.000 bis 15.000 Dias. Und ich habe mir jetzt auch vorgenommen, so ich will jetzt nicht wie am Anfang mehr nur die guten Bilder rauspicken, sondern wirklich alles durchgehen, mir alles wirklich anschauen und dann entscheiden, okay, das scanne ich vielleicht nicht, weil es einfach keinen Sinn macht oder jetzt auch nicht in das reinpasst, was ich damit vorhabe. Weil ich habe mir gedacht, vielleicht mache ich auch irgendwann mal noch ein Buch oder so, weil ich finde, Print ist schon was Wichtiges in der Fotografie auch. Ich mache selber auch immer Fotobücher, auch wenn es nur für mich selber ist. Und ja, genau. Also, Also, das wird auf jeden Fall noch längeren Zeit ein Projekt sein von mir. man muss auch sagen, dass du diese Ästhetik, die du auf deinem normalen Instagram hast, auch sehr, sehr gut auf dieses Grandpas-Archiv transportierst. Also einmal natürlich dein Opa, der diese Bilder gemacht hat, wahnsinnig schön, aber auch so die Zusammensetzung und der Feed. Ich finde, es fühlt sich immer an wie so ein bisschen eine kleine Zeitreise, aber in sehr geil. So als würde man sich in den DeLorean setzen und auf einmal ist man halt im Urlaub mit deinem Opa. Mega Eine geil, Frage, die mir jetzt so gerade beim Erzählen aufgefallen ist. Lebt deine Oma noch? meine Oma ist noch da, ja, und die findet es auch ganz cool jetzt, dass ich das so mache. Und meine Tante hat auch ein bisschen angefangen jetzt das zu scannen. Also die hat sich so einen ganz billigen Scanner geholt bei Amazon, so einen Dia-Scanner. Also die Ergebnisse sind so lala, aber sitzen sie immer zusammen im Keller und scannen da immer ein paar Dias und dann Ach, kommen halt auch so Hammer. die Geschichten wieder dabei hoch und meine Oma kann dir halt auch was darüber erzählen. Und ja, ich finde es auch wichtig, weil meine Oma ist jetzt auch schon Mitte 80 und ja, wer weiß, wie lange das noch geht und ich finde, da muss man einfach alles mitnehmen. Und Also jede Geschichte, jedes Ding. es ist ein wahnsinnig schönes Denkmal, was du für deinen Opa gesetzt hast. Glaube auch ein ganz großer Liebesbeweis, wünscht sich, glaube jeder, der selber irgendwie Kinder hat, könnte sich, glaube ich, mit dem Gedanken sehr gut anfreunden, dass eine nächste Generation nochmal dein Lebenswerk aufrollt und Voll, ja. Was ganz Besonderes daraus macht. Also an dieser Stelle eine ganz, ganz schöne Geste, die du, die glaube ich, auch eine Liebe zu einem ganz besonderen Menschen unterstreicht. Das finde ich wahnsinnig schön, auch sehr rührend, so wenn man da mal einen Moment Abstand nimmt und die Augen zumacht und auch gar nicht die Bilder beachtet, sondern einfach diese riesige Geste, die du deinem Großvater erweist, finde ich sehr, sehr schön und sehr rührend einfach. Und natürlich muss man sagen, dein Opa war ein wahnsinnig guter Fotograf. Die Bilder
sehen aus, du könntest die heute direkt in eine Werbeproduktion ein. Ich denke gerade an dieses Bild von den Hochzeitsautos, die so nebeneinander stehen. Das könntest du heute als Werbebild direkt wieder neu einflechten. Voll. Und sagen, shit, ja. Sehr, sehr geil gemacht und sehr, sehr gut. Was mich jetzt als analoger Fotograf natürlich interessiert, du sagtest, dein Opa, das sind alles Dia? Oder Dia, sind auch normale, genau. Normale Negative? Nein, keine kein, Negative. Ich habe kein einziges Negativ gefunden, also nur Abzüge. Ja. Abzüge sind ein paar da. Die, ja. Das kann sein, dass das so ein Negativfilm war, ja. Aber sonst nur Dias. Also, was hat er denn fotografiert? Was für ein Film war das denn? Fuji Sensia 100 war das. Ach und krass, also tatsächlich. Alles, was ich bis jetzt gesehen habe, ja. Ach krass. Also heutzutage, wenn man sich jetzt vorstellt, man würde heutzutage 15.000 Bilder auf Sensia schießen, bräuchtest du einen kleinen Kredit, um das bezahlen zu können. Auf jeden Fall, ja, da müsstest du ein paar Häuser verkaufen, dass du das finanzieren könntest. Ja, brutal, aber krass, ne? Also ich erinnere mich, darf ich fragen, was für ein Baujahr du bist? Darf man das öffentlich sagen? Ich bin 94er. Ja. Ich bin 89er, das heißt, mir ist es noch ein Ticken präsenter im Kopf. Ich erinnere mich noch, wie du bei Aldi oder Lidl Dia-Filme kaufen konntest. Und zwar ein Dreierpack Dia-Filme, glaube ich, für 3 Mark. Und manchmal zu so Sommerferienzeit, erinnere ich mich, gab es die so für 99 Pfennig. Krass. Stell Gute dir das alte bitte Zeit, mal ja. Genau heutzutage vor, wo eine fucking Rolle Ektar 100 irgendwie 20 Steine kostet. Ich habe gesehen, Velvia oder Fuji, Velvia kostet mittlerweile, glaube ich, 45 Euro die Rolle. Ja, geil, ne? 45 Euro. Geil, 2 Euro pro Bild bis auf Polaroid, ja, mega bis auf Polaroid-Niveau, ne? Also krass. Voll, ja. Was mich auch immer interessiert, wenn wir schon mal beim Thema Film sind, was ist denn dein Lieblingsfilm? Mit was fotografierst du denn jetzt am liebsten speziell? Mein Lieblingsfilm, also würde ich auf jeden Fall sagen, Ilford HP5. Wenn ich einen picken müsste, würde ich glaube nur noch mit dem fotografieren. So, ja. Warum schwarz-weiß und nicht Farbe? Das ist eine gute Frage, aber ich würde, schwarz-weiß hat einfach so eine Emotion und ist halt komplett zeitlos. Also ich finde, wenn ich jetzt, ich habe jetzt auch einen Sohn seit 2 Jahren und dokumentiere den halt viel und wenn ich das mache, eigentlich immer auch schwarz-weiß filmen, weil ich finde, wenn du die Bilder, wenn du die scannst und Abzüge davon machst oder ich lasse die immer drucken, also alles, was schwarz-weiß ist, drucke ich bei mir, wenn es ein gutes Bild ist natürlich. Und ich finde, das ist halt, das guckst du anders an, so das sind irgendwie, du kannst die Emotionen in schwarz-weiß Film oder Film hin und her in Schwarz-Weiß-Fotografie einfach besser einfangen, finde ich. Es ist sehr, sehr, das sehr, das macht schöne ganz Antwort. Viel aus. Das heißt, du fotografierst auch tatsächlich, also viel auf Schwarz-Weiß, aber gibt es auch so, also gibt es Momente, wo du dir Farbe wünschst und wo du bewusst auf Farbe zurückgreifst oder lässt dich da tatsächlich so von der Emotion leiten, die aktuell oder von dem Vibe, der so ein bisschen im Raum steht? Ja, das schon. Also ich habe eine Kamera, wo eigentlich immer Schwarz-Weiß-Film drin ist. Die nehme ich auch her, wenn ich jetzt irgendwie meine Familie dokumentiere oder auch mit bei meiner Oma bin oder so. Jetzt so Sachen, die für mich irgendwie zeitlos sind und die, wo ich die Emotionen einfangen will, mache ich alles auf Schwarz-Weiß. Aber Farbe ist halt bei mir so ein, ich gehe raus, mache einen Spaziergang, sehe irgendwie eine geile Szenerie und hau einen Farbfilm rein und einfach so, ja, keine Ahnung, einfach so aus der Lust und Laune raus, weil ich finde teilweise Farbfilms hat auf jeden Fall seinen Platz und auch seinen eigenen Look auf jeden Fall. Wo ich jetzt auch wieder richtig Bock drauf habe, gerade so Cinefilm, also gerade Cinestill-Film. Ich finde die Halations einfach mega, ich bin da ein mega Fan. Also manche mögen es überhaupt nicht, aber ich bin da ein riesen Fan davon. Konnte bisher, also tatsächlich habe ich da bisher auch noch kein, also ich finde geil, was die Leute draus machen. Ich selber bin noch nicht so warm damit geworden. Ich habe mir mal sagen lassen, dass Kodak drin. Also so das ist Kodak. Die Emulsion sei zumindest Kodak Tungsten. Vision 3, genau. Vision 3, genau. Von dem Moviefilm quasi von denen. Also praktisch das gleiche, also was Silbersalz macht. Genau, exakt das gleiche. Nur, dass die ja da keine, da ist eine Schicht drauf quasi. Genau, dieser Black Layer, genau. Genau, und den machen die ja ab. Dadurch kommen auch die Halations und kannst halt in C41 entwickeln. Ja, und genau. Und aber das gibt nochmal so irgendwie so einen Look, ich weiß nicht. Also da habe ich mir jetzt ein paar Rollen bestellt und wenn ich Farbfilm gerade drin habe, dann eigentlich eher immer sowas, ja. Jetzt kein klassischer irgendwie Kodak Portra 400 oder so, ist mir irgendwie zu teuer und sieht zu langweilig aus. Ich finde, das ist so ein Look, der mittlerweile so übersättigt ist im Internet. Ich finde, du kannst geile Sachen draus machen, aber jetzt einfach nur den aus dem Labor nehmen und auf Instagram klatschen, ist cool. Also ich finde, manche Leute haben, ist
passt einfach perfekt in den ihren Look rein. Aber ja, für du mich musst würde den ich aber es auch jetzt nicht machen. überbelichten und so, sonst funktioniert er nicht. Ich finde auch, also ich finde ihn geil, ist sogar mein Lieblingsfilm, aber zwei Blenden drüber, es muss. Sonst, also sonst fühle ich ihn nicht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wie du sagst, es ist so ein bisschen ist too much. Jeder Ja, arbeitet das mit stimmt Portra schon. 400 und die Presets laufen auch so raus, auch diese Pastelltöne und so, ich finde Portra hat so einen Ticken wenig Kontrast, was auch einen ganz geilen Look Auf jeden gibt, aber Fall. das tatsächlich ist es so ein bisschen übersättigt und überfressen. Bist du denn so der Kodak Gold-Typ, so dieses ganz klassische, Ja, Kodak Gold. Sorry. reicht schon, du darfst. Okay, Kodak Gold, ja. Also jetzt in 120 habe ich Bock, den mal zu testen. Also im Mittelformat quasi. So Kleinbild kann man machen. Also so im Urlaub, finde ich, kommt er ganz geil, wenn jetzt irgendwo am Meer bist oder so. Da hat er einen coolen Look, aber jetzt so, wenn ich in die Stadt gehe oder so, ist jetzt nicht meine erste Wahl, nee. Geil, endlich einer, der das sagt. Ich hasse Kodak Gold. Scheiße, ich hasse diese Scheiß. Ich mag die Farben, die rauskommen. Ich finde immer, die haben Rotstich. Ich finde Ja, immer, vor allem die sind, es sieht alles gleich aus. Es ist so alles so braun-orange-Töne. Die kommen zwar Genau. geil, aber irgendwie alles so gleich. Also es ist so ein Brei irgendwie. Geil. Ey, total geil, dass das mal jemand sagt. Also, ich habe mir den jetzt auch mal 120 gekauft für die Flex und will da mal zwei Filme durch. Jetzt, ich meine, geiles Wetter. Ich bin jeden Tag ein bisschen verärgert, dass ich hier drin sitzen muss. Ja, gut. aber sobald es vorbei ist, werde ich da auch. Ich habe noch pünktlich zur Infektion habe ich noch eine große Kiste von Foto-Impacts bekommen. Oh. Das motiviert dann natürlich richtig und dann kann man nicht. Das ist Richtig, ärgerlich, ja. ja, und du weißt ja immer, das ist ja dann auch immer ein kleines Vermögen, was in diesen fucking Ja, Kisten voll. drin liegt. Echt so. Und wenn du es da nicht benutzen kannst, dann wird man immer nervös. Aber ich war noch gar nicht, das war nur eigentlich so eine Zeitfrage, so ein bisschen mit dem Film. Zurück nochmal zu deinem Projekt. Einmal möchte ich noch ganz kurz erwähnen, dass du auch davon gesprochen hast, einfach so ein bisschen den Alltag auf Film zu dokumentieren und so, wenn du rausgehst. Da möchte ich ganz kurz aufmerksam machen, es gibt ein Buch von dir und das habe ich erworben und Ja. es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, das anzuschauen, weil ich finde, dass du so ganz einfach scheißlangweiligen Motiven durch dein Auge und vielleicht auch durch den Film, den du gepickt hast, so einen ganz eigenen, eine ganz eigene Ästhetik verliehen hast, wo ich wirklich sagen muss, ich gucke viele Fotobücher und ich glaube, einen ganz guten Geschmack, was Fotobücher angeht. Und das war so, ich finde es so gut. Und das sind einfach so ganz einfache Motive, die du aber ganz, ganz toll verpackt hast und ganz schön attraktiv dargestellt hast. Wo Das ich bei freut mich, anderen ja. ge Danke. gesagt hätte, so, Digga, weiß nicht, ob Blümchen und Wiesen so ein tolles Motiv sind. Überleg dir doch, ob du da ein Buch draus machen willst. Aber ich habe das einfach genommen und ich saß, eigentlich, das ist kein dickes Buch, Nee. aber ich saß da eine Stunde dran und habe mir diese Motive angeschaut und war on fire. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, ich denke, das macht auch so das Gesamtpaket. Also das war halt, es ging in dem Projekt eigentlich, also gerade mit dem Fotobuch, einfach nur darum so. Das war da, wo das mit Corona angefangen hat, also Anfang 2020. Und ich bin einfach jeden Abend, wenn irgendwie schönes Wetter war, goldene Stunde raus, habe gesagt, ich laufe einfach irgendwo rum, so mache meinen Spaziergang und wenn ich was Geiles sehe, mache ich einfach Fotos und verpacke das dann nachher in ein Fotobuch. Und gerade wie du sagst, so alltägliche Szenen, einfach wo du jeden Tag dran vorbeiläufst und es komplett ignorierst, einfach mal zu fotografieren in einem geilen Licht und das dann als Paket verpacken so. Und dann hat das eine ganz andere Bildsprache irgendwie. Voll und auch, also mal was ganz Angenehmes. Neben irgendwie, keine Ahnung, dem 100. Buch über Obdachlose oder was weiß ich, fand ich, war das so ein ganz angenehmer Stilbruch. Liegt auch bei mir im Studio aus. Also ich habe so eine kleine Warteecke. Das klingt jetzt, als würden die Leute bei mir im Studio warten, aber so ein Coffee Table einfach. Und da haue ich immer so die Fotobücher rein, die ich ganz geil finde. Und da liegen immer zwei aus. Und aktuell liegt da auch eine Ausgabe deines Mega. Buches. Also an der Geil. Stelle empfehle ich wärmstens jeder, der da irgendwie den einen oder anderen Euro über hat, wendet euch doch an Max und erwerbt so ein Ding. Fand ich ganz geil. Es würde mich sehr freuen, wenn du irgendwann ein Buch über Grandpas Archiv rausbringen würdest. Ich glaube, das hat auch echt Riesenpotenzial dazu. Auf jeden Fall, ja, das ist es halt, genau. Was ich mir wünschen würde, wären vielleicht so ein paar ergänzende Geschichten deiner Oma dazu. Genau, Ich ja, also glaube, das ist das auf wäre jeden Fall auch ganz der geil. Plan. Ohne wird es wenig Sinn machen. Also nur die Bilder für sich wäre vielleicht auch eine Idee, aber ich glaube,
Das ist so ein familiäres Projekt irgendwie, weil es halt auch sehr viele Familienfotos gibt, wo ich da schon auch ein bisschen, also ich möchte das schon komplett auf meinen Opa beziehen quasi dann, also das ganze Buch. Und da finde ich, gehört schon so irgendwie ein bisschen der Hintergrund. So, wer war mein Opa, wie war der drauf, was haben die gemacht und das gehört schon alles irgendwie dazu. Und auch das Bild zu beschreiben, nicht jetzt wie in meinem Fotobuch, da war es mir einfach so, ich wollte keinen Text da drin haben von Anfang an. Ich habe gesagt, keinen Text rein, ich bin nicht der Typ von, der irgendwie krasse Texte schreibt und Philosophie oder so, ist gar nicht mein Ding. Aber ich habe gesagt, ich will einfach nur die Fotos da reinballern und die Fotos sollen einfach für sich sprechen, Feierabend, so. Das finde ich total geil, weil eigentlich müsste man dir zwei Podcast-Folgen geben, wo eine, wo du wirklich nur über dich redest und eine so ein bisschen, wo du nur über Grandpas Archiv sprichst. Ich finde es auch mega schwierig, da irgendwie einen klaren Trennungsfaden reinzubringen, weil ich finde deine Arbeit mindestens genauso interessant. Also das sind beides so, als würde ich hier zwei riesige Künstler auf einmal interviewen dürfen. Finde ich es immer recht schwierig, aber vielleicht einigen wir uns auf die Folge, dass wir immer so ein bisschen hin und her springen. Unsere Auf jeden Fall, ja. ZuhörerInnen wissen jetzt auf jeden Fall, es gibt einmal Maximilian Foster, der ein wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig guter Fotograf ist. Wirklich, also ohne Scheiß, ich bin einfach ein ganz, Herzlichen ganz Dank. großer Fan Dankeschön. deiner Arbeit und alles gut. Ich finde einfach wirklich richtig toll, was du machst und Grandpas Archiv genauso toll. Und ich möchte aber beidem gerecht werden und dich in beidem so ein bisschen ausquetschen und ausfragen. Das führt mich auch so ein bisschen dazu, du als Analogfotograf vielleicht ein bisschen weniger, aber wir leben im Jahr 2022, doch auch wir Analogfotografen sind davon so ein bisschen betroffen und leben in so einer ganz inflationären Bildflut. So, wo wir hinschauen, sind Fotos und dein Opa hat schon 15.000 Stück davon im Keller stehen gehabt. Aber wenn wir mal einen kurzen Blick auf unser Telefon werfen, also ich habe im iPhone-Speicher irgendwie 40.000 Bilder drin, dir wird es wahrscheinlich ähnlich gehen. Was glaubst du, wie viel Bestand hat, gut, deine Arbeit nochmal was ganz anderes, weil sie ja analog ist, aber du digitalisierst sie ja trotzdem und spielst sie ja Genau, ist im trotzdem Endeffekt nichts in diesen, anderes, ja. genau in diesen Kosmos wieder zurück. Genau. Was glaubst du, wie viel Bestand haben wir noch? Boah, das ist eine mega gute Frage. Also, ich würde echt eine richtig geile Frage, aber ich glaube, dass es so als digital sehr wenig Bestand hat. Also ich glaube, was immer Bestand haben wird, fotografiemäßig, ist einfach Print. Jetzt schöne Drucke irgendwie, die man wirklich aufhängen kann, oder eben Fotobücher. Also ich glaube, Echt sowas wird immer Bestand haben, glaube krass, ich. ich sag, wird beides sterben. Also du wirst Okay. Prints noch haben bei Liebhabern und Leuten, die irgendwie so das als ganz intensives Hobby haben. Aber ich glaube, Print ist schon großteils in unserer Generation gestorben. Okay. Wenn du mal schaust, wie viele Fotoalben deine Eltern haben, wie viele du Auf hast. jeden Fall, aber ich finde, also bei mir ist es echt krass, weil ich habe, glaube ich, mehr, wie meine Mutter gemacht hat. Ah, Also bei mir ist es komplett, also ich bin da okay. wirklich, Okay, Print ist so, also für mich okay. gehört ein Foto auf Papier irgendwie, weil bis dahin ist es, klar, auf Instagram sieht cool aus, wenn man da kurz durchswiped, Aber es irgendwie so das existiert Feed, nicht. es existiert nicht, das ist nichts, was du irgendwie anfassen kannst oder was dir was bringt im Endeffekt, wo du einen Mehrwert hast davon. Ja, krass. Aber es ist eine interessante Theorie. Also ich bin da komplett konträr. Ich glaube, die nächste Generation, die gibt da komplett einen Fakt drauf, weil die auch ohne Fotoalben aufgewachsen sind. So Es ist sagen halt wir mal, alles so weißt du, diese. schnelllebig. Keiner hat mehr Bock, sich irgendwie ein Fotobuch anzugucken. Das ist so Ey, ein. aber was ich so ein bisschen erlebe, ist, also was wir mit der analogen Fotografie haben, dass wir so uns zurückgetriggert fühlen in unsere Kindheit und diese Ästhetik unserer frühen Kindheit irgendwie mit in unsere heutige Arbeit transportieren. Das fällt mir bei diesen Millennials, keine Ahnung, Kindies, die halt in den Ja. 2000er ihre Jugend verbracht haben. Ich merke zum Beispiel so, ich beobachte, es gibt gerade so einen Run auf diese ganzen Kompaktkamera aus den Nullerjahren. Weißt du, diese ganzen Aldi-Knipsen und so. Und die haben tatsächlich auch einen eigenen Look. Also so wie wir unsere analoge Haptik hatten und so ein bisschen dieses Körnige und dieses Roughe, beobachte Ja. ich, wie so die nächste Generation auf einmal anfängt mit diesen kompakten, überblitzten 2002er Samsung-Kameras mit diesen Okay. kleinen Schiebebatterien, Ja, anfängt ja. wieder Bilder damit zu machen und
verstehe diese Ästhetik auch noch, also zumindest bilde ich mir ein, noch cool, so ein bisschen auf eine Art und Weise, ja. Zu verstehen. Und vielleicht ist das ja so ein bisschen diese, vielleicht wird die, also diesen analogen Hype, den wir erleben momentan, man kann ja schon sagen, der ist immens, wenn nicht vielleicht gerade auf seinem Peak sogar, wo auf sich jeden das Fall, immer ja. sehr gut widerspiegelt ist in dem Preise der Gebrauchtmarkt. Du spielst das Spiel lang mit, ich spiele es lang mit. Also ich möchte mal sagen, als ich angefangen habe zu fotografieren analog, das war so, 2016, so um den Dreh. Da hat eine gut konditionierte Leica M6 so gebraucht 700 € als beim Händler von Tausi gekostet. Ne? Irgendwie krass, um den Dreh. Ja. Heute sprechen wir von okayen Konditionen. 4.000, 3.5 irgendwie so. Genau, 3, 3.5, beim Händler 4 schon fast. Ne? Wo man sagt, okay, ich glaube, die analoge Fotografie ist momentan auf dem Peak und ganz, ganz weit oben. Vielleicht flacht das Interesse irgendwann ab und geht in diese... Ich denke auf jeden Fall, ja. Ja. Also ich kann mir auch vorstellen, weil, also auch Umweltschutz, schon alleine das ganze Umweltthema, ich glaube, ist in der Filmbranche irgendwann ein Riesenpunkt, so der irgendwann, also ich glaube, dass es an dem irgendwann scheitern wird, weil... Da habe ich mir noch nie Film Gedanken ist drüber halt gemacht. Leider... eine riesige Umweltverschmutzung. Also im Gegensatz zur digitaler Fotografie ist es kompletter Nonsens, eigentlich analog zu fotografieren, weil die Belastung für die Umwelt halt viel höher ist einfach. Ja, alleine was an Chemie produziert werden muss, um den Scheiß dann auch dann irgendwie wieder zu entwickeln, das stimmt schon. Da habe ich mir tatsächlich echt noch nie Gedanken gemacht aus Nachhaltigkeitsgründen. Ja. Klar, man kann sagen, ja, was juckt mich das jetzt irgendwie, ich mache 30 Filme im Monat oder so. Ja, aber von mir gibt es ja nochmal 100 andere, die das auch machen. Und, richtig, ja. Ja, krass, also tatsächlich. Und also, wo es mir dann auch auffällt, also, boah, das klingt jetzt mega eklig, aber ich beobachte, seitdem ich analog fotografiere, die Eastman Kodak-Aktie tatsächlich. Und ich sehe schon immer wieder, wenn die was re-releasen oder so, oder jetzt gerade beim 120er 200, hat man dann gesehen, zack, geht die Kaufkurve dann immer so ein bisschen hoch. Und dann denke ich mir, okay, es gibt tatsächlich wohl doch noch ein vielleicht paar Verrückte, bleibt's, ja. Wie dich und mich, die da tatsächlich denken, ey, da passiert was, da ist noch Hoffnung da. Ich glaube, du hast noch den alten Schlag, Fotografen, die einfach nie auf digital gewechselt sind und das tatsächlich so betreiben, die werden dann aber auch nie unsere Arbeit verstehen, also warum ich jetzt nachträglich irgendwie noch Korn reinrotz oder so, dann sagen die, du bist komplett bescheuert, du hast keine Ahnung, weil die natürlich versuchen, ihr Bild so clean wie möglich zu halten. Genau. Und dann gibt es, glaube ich, Leute wie dich und mich, die so ein bisschen die Ästhetik darin lieben. Ja, auf jeden Fall. Und ich denke, solange Kinofilme teilweise noch auf 35mm gedreht werden, ist alles gut. Wenn das mal irgendwann abflacht, dann wird es wahrscheinlich eher schwierig. Weil ich denke, das ist wirklich das, wo Kodak und andere richtig Kohle damit verdienen. So, ja, klar, das, was wir machen, ist halt so ein cooler kleiner Nebenverdienst. Aber ich glaube, richtig Kohle ist halt in der Industrie Kino, Cinema und so. Ja, ich habe keine Ahnung, wie die sich halten können. Also, dass Fuji sich hält, ja, okay, aber wie sich Kodak halten kann, so, ich glaube auch nicht, dass die so viel Umsatz mit der Filmindustrie machen, sicher auch Teil. Im Kinobereich glaube ich schon, also ich glaube, dass die wirklich tatsächlich komplett abhängig vom Kinobereich sind mittlerweile. Ich glaube, die sind von jedem Bereich, von jedem Strohhalm, den sie kriegen können, sind sie schon abhängig. Was war für dich denn so der ausschlaggebende Punkt? Weil, sind wir mal ehrlich, für jemanden, der Bilder auf Instagram veröffentlicht, gibt es eigentlich nichts Komplizierteres, als Scheiß analog zu fotografieren. Weil du musst den Scheiß entwickeln, du musst den scannen. Safe. Da sind lauter Geldhürden, also auch finanzielle einfach. Ne? Also eine Sony-Kamera kostet 3.000 €, die kaufst du dir, dann schneidest du dir ein Objektiv für 1.500 € vor, das war's. Du machst unendlich viele Bilder und das Ding produziert 10 Jahre absolut geile Bilder. Bei analogen Kameras, du kaufst immer wieder neue Kameras, weil du dir einbildest, du bräuchtest die, aber es ist natürlich auch jeder Film zu bezahlen, Filme werden teurer, wie wir es schon erwähnt haben, für alle ZuhörerInnen, die jetzt nicht aus der analogen Ecke kommen. Film wird immer, immer, immer teurer. Als ich angefangen habe, konnte man eine Rolle Kodak Portra für 7 € kaufen, inzwischen kosten die 13, 14, irgendwie so um den Dreh. Also um es den geht, Dreh, genau. Genau, wird immer teurer und der Scan ist eine Hürde. Man muss sich mit sehr vielen Hürden auseinandersetzen, bevor man wirklich gute Ergebnisse erzielen kann. Und was hat dich denn dazu gebracht? Also gab es so irgendwann den Moment, wo du gesagt hast, okay,
I don't give a fuck, ich will nicht mehr digital fotografieren. Auf jeden Fall. Also das war gerade mit der Landschaftsfotografie, wo wir halt nur noch unterwegs waren. Meine Freundin hat irgendwann auch gesagt, so, ey, ich habe gar keinen Bock mehr auf Urlaub, weil mit dir ist es so anstrengend, ey. Sonnenaufgang da, Sonnenuntergang da, dazwischen 7 Stunden Autofahren. So, und dann habe ich gesagt, ey, nee, ich nehme jetzt einfach nur noch die Analoge mit und habe die einfach dabei. Und ich fotografiere einfach nur, was wir machen so und mache jetzt mir nicht irgendwie. Plane jetzt meinen Urlaub komplett nach Fotografie. Und Das ist das so war. sympathisch, so fucking sympathisch, weil die gleichen Sätze habe ich dann auch irgendwann mal gehört, ne? So, ich Und glaube, das. das Leid Ja. einer jeden Frau, die mit einem Fotografen oder eines Mannes, der mit einer Fotografin zusammen ist. Auf jeden Fall, Geil! ja. Und dann halt einfach der Look. Der Film ist halt einfach so, das hat halt einfach so Nostalgie. Ich bin eh so ein mega nostalgisch, also alles, was alt ist und irgendwie Geschichte hat, finde ich mega cool. Geil. Und ja, und der Look einfach, also man kann vielleicht schon heutzutage ein digitales Bild so manipulieren, dass es aussieht wie Film, aber ich finde so 100% kriegst du den Filmlook nur hin, wenn du auf Film fotografierst. Das ist einfach vor allem über eine Serie von Bildern, also ich weiß nicht, würde ich sagen, für mich, dass Film ist einfach Film. Du kannst es nicht ersetzen. Mega lustig, du hast gerade eine Frage beantwortet, ohne dass ich sie dir gestellt habe. Ich wollte dich nämlich fragen, ob du der Auffassung bist, dass Film so einen speziellen Look hat, dass man ihn nicht rekopieren kann. Wie hier Leica-Look, gibt es den oder gibt es den nicht? Bildet Ja man gut, sich den Leica Look ist ein? glaube ich eher so ein bisschen digital, kann ich nicht mitreden, keine Ahnung. Aber ich glaube, das sind einfach die Linsen. Ja, voll. Die Linsen, die 1,4er Linsen, zum Beispiel das 35er 1,4 von Leica, das erste, das war halt einfach auf 1,4 so soft und dann hat man, glaube ich, einfach so der Leica-Glow, der Leica-Look, das war, glaube ich, einfach so ein softes Objektiv einfach. Und Fertig. ich glaube, mit Leica Look wird auch oftmals gemeint, naja, es ist halt ein manuelles Objektiv, du fokussierst manuell nie. Ja. Jeder kennt Sigma-Art-Objektive, Digga, die schießen dir im Zentrum so eine Schärfe rein, da wirst du verrückt und das kannst du mit einem 1,4er von Leica nicht machen. Da Nee. ist die Schärfe nie, Mit wo den du heutigen möchtest. vielleicht, ja, aber mit den alten auf Ja, keinen Fall. und selbst da auf 1,4 nicht machbar. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieser Leica-Look einfach, den die Leute dann finden, Ja. dass das Ding halt einfach nicht richtig scharf ist. Weil, sind wir Da mal darf ehrlich, auch mal was außer Fokus sein, so, ja, auf da jeden muss Fall. was außer Fokus sein, sonst Hm. ist nicht geil. Also, damit habe ich mich komplett verabschiedet, als ich auf Leica gewechselt habe. So dieses ganz krampfhafte, oh Gott, die Schärfe muss auf der Nase liegen, auf der Nase, auf dem Auge liegen, ist mir inzwischen völlig wumpe, wo die liegt, solange die Hauptsache, das Emotion Bild stimmt. hat Charakter, so, der Rest ist doch komplett uninteressant. Voll, voll. Und ich habe das jetzt echt irgendwie die vierte, fünfte Hochzeit irgendwie jetzt komplett auf Leica fotografiert. Geil. Und es hat noch nie irgendjemand nachgefragt und gesagt, so, oh, da ist aber die Schärfe nicht auf dem Auge. So Nee, Dinger warum denn mit den, auch? Du machst geile Sachen, du machst das. ja, Also, ich so. kann mir das mega vorstellen mit dir, ich habe da auch richtig Bock drauf, auf der Hochzeit das zu machen. Ah, Weil ich du bist auch. einfach ein mega sympathischer Typ, machst geile Fotos und so, das kann nur irgendwie gut gehen. Ja, wie Da gut, dass ist uns komplett niemand egal, sieht, welche weil jetzt Kamera wäre du ich ganz nutzt, weißt du, so, ich ja, meine. voll. Und von den Laien doch gleich sowieso, wobei ich das auch ganz Ja. geil finde, muss ich dir ehrlich sagen. Ich habe jetzt zweimal auf Hochzeiten den Satz gehört, ach, Sie sind der Fotograf. Und total geil. Super, weil damit mache ich meinen Job halt perfekt, ne? Also Ja, so, wenn ich voll. nicht auffalle und die Leute mich nicht als störenden Faktor, du kennst selber, wenn einer auf einer Hochzeit rumstolpert und da so ein 70-200 vor die Nase hält, ah, da Ja, klar. verändern sich die Leute und nehmen nochmal Position und Haltung ein. Aber ich will halt diesen einen Lacher, wo die Leute irgendwie so ganz frei sind und sich fallen lassen und dieses Richtig, eine Grinsen oder geil. vielleicht auch mal irgendwie, wie sich einer den dritten Kanapee in den Mund reinballert und so, ne? Wo man immer denkt, so, das sind genau diese Bilder, die man haben möchte, Die das finde Momente, ich wo halt halt wichtig sind, einfacher. einzufangen, richtig, genau. Und die kriegst du dann halt einfacher, wenn man dich nicht wahrnimmt, als wenn du halt mit einem 70-200 und einem Batteriegriff rumläufst. Auch Ja, das auf habe ich jeden am Fall. Anfang gemacht. Also da muss man auch sagen, wenn ich Ich überlege, glaube, das haben wir alle hinter uns. Ich ja. hatte auch mal Batteriegriff an mener Sony zum Wandern, was überhaupt keinen Sinn macht, einfach nur weil es Null, cool null, aussieht. ja, voll. So, guck mal, sie sieht aus Komplett wie eine sinnlos. Mittelform. Ja, richtig dumm. Ich schäme mich auch richtig arg. Es gibt so Bilder von mir, wie ich als Hochzeitsfotograf in den Anfängen, Digga, da hatte ich noch so eine Mütze auf immer, Digga, und so ein Hemd. Und ich bin halt fett. Ich sehe halt in so einem lässigen Hemd immer richtig scheiße aus. Inzwischen trage ich ganz normal Anzüge, um nicht aufzufallen.
Aber oh, so Fremdscham und dann eine Canon mit so einem Batteriegriff dran und dem 70-200, ah, so Okay. hart Fremdscham. So, wenn ich das heute sehe, ich schäme mich richtig fremd. Also Ja, auch für die Art, wie man fotografiert hat. Das war einfach, ja. ey, ich mache das 7 Jahre, vor 7 Jahren hast du anders fotografiert als heute so. Und da schäme ich mich schon. Ja, aber ich glaube, da musst du einfach durch so und dann Voll. irgendwann findest dein Ding so. Also Handschrift Oder kriegst du ja Fotografie bestimmt. ist ja auch was, was sich immer weiterentwickelt. Das Gott wird ja sei nie stehen Dank. bleiben irgendwie. Ja, meinst du, in In 7 Jahren 10 Jahren sagst du wahrscheinlich schauen genau das wir, Gleiche. genau wollte ich gerade sagen, ob wir in 7 Jahren dann wieder auf unsere Bilder schauen und sagen, Alter, was hast du dir denn dabei gedacht? Aber das finde ich auch Was so ein war da los, bisschen ja? das Spannende, dass man sich in diesem Kosmos Fotografie immer wieder neu verlieben kann. So geht es mir. Ich habe mich jetzt auf einmal ins Printen neu verliebt, weil im Gegensatz zu dir war ich druck relativ wenig dafür, dass ich Berufsfotograf bin. Sehr, sehr wenig. Also im Studio habe ich mal Bilder machen lassen. Ich habe zwei, dreimal, da muss man auch sagen, ich habe so ein bisschen eine Abneigung gegen Galerien und so Zeug, gegen irgendwelche Vernissagen. Ich wurde da zwei, dreimal eingeladen. Ich habe das nie ernst genommen. Ich habe auch die Leute nicht ernst genommen, die versuchten, die das irgendwie so ernst nehmen. Ich habe da sehr, sehr viele Witze gemacht und bin da, glaube ich, auch immer negativ aufgefallen. Ich war auf so einer ganz klassischen Vernissage, bin ich in Jogginghose gekommen, ne, und habe so, als dann irgendwie so dann auch Leute mit mir gesprochen haben und da irgendwo so eine Metaebene gesucht haben, wo ich gesagt habe, ey, da gibt's keine. Ich habe das Bild gemacht, weil da eine Nonne vom Vatikan stand, die hatte halt ein weißes Nonnenkleid an, fand ich halt Ja. geil. So, such da keinen Sinn Ja, dahinter. So, ja, ja. da ist nichts Verstehe ich. Gesellschaftskritisches und da habe ich nicht reingepasst, deswegen war Druck für mich auch ganz lange so, ja, mir egal, wenn es halt irgendwie sein musste oder so, für Brautpaare da mal gedruckt, aber mein eigenes Zeug sehr wenig. Und jetzt habe ich so ein bisschen die Liebe zum Print entdeckt, aber halt hier mit Vergrößerer, analog und so, schwarz-weiß, Ja, macht mega sau viel geil. Spaß und ich habe es wieder geschafft, mich in diesem Kosmos Fotografie nochmal neu zu verlieben und dann überdenkst du ja auch automatisch immer deine ganze Arbeit und denkst dir, ah, okay, guck mal, ich fotografiere jetzt auch anders, weil ich mir schon im Kopf anderes Gedanken mache und feder vielleicht Dinge ab oder belichte anders oder suche vielleicht eine andere Perspektive, weil ich weiß, okay, guck mal, das könnte im Print ja total geil sein, wenn du da einen schwarzen abfallenden Schatten drin hast und so. Und das finde ich so geil an der Fotografie, dass man es immer wieder schafft, sich in diesem Kosmos neu zu verlieben und irgendwie neu Fuß zu fassen. So geht es dir da Auf jeden auch irgendwie Fall, so. ja, auf jeden Fall, 100%. Also ich habe teilweise auch schon so viele Sachen bereut, wo ich jetzt komplett anders machen würde, aber ich glaube, das ist halt einfach so ein Prozess, den muss halt einfach gehen und in 5 Jahren sage ich vielleicht so, oh, warum habe ich das vor 5 Jahren nicht anders gemacht, aber ist halt einfach so und das muss man auch irgendwie akzeptieren. Deshalb Archivierst finde ich es du? auch mega Entschuldigung. cool, wenn, sorry, finde Nee, ich mega Entschuldigung. cool, finde ich mega gut, wenn Leute sich Fotoprojekte machen, die über 10, 20 Jahre gehen irgendwie, das finde ich total verrückt. Weil dein Look, der, also bei mir, wenn ich, kann es sein, in 2 Wochen habe ich wieder einen komplett anderen Bildlook. Oder nicht komplett anders, aber ein bisschen anders, sage ich mal. Und was da passiert über eine Zeit von 10, 20 Jahren und die Leute haben wirklich immer den gleichen Look und die wissen ganz genau, was sie wollen. Und das finde ich, also das ist was für mich, wo ich mega Respekt davor habe, wenn das jemand kann. Archivier, also zwei Fragen, die mir ihm sofort eingefallen sind. Einmal bearbeitest du deine analogen Bilder nochmal, jagst du die nochmal durch Lightroom, Photoshop oder ist es tatsächlich so nah wie möglich am Negativ dran? Nee, überhaupt nicht. Also ich bearbeite auf jeden Fall alles. Also Geil. jedes Bild, das ich zumindest hochlade, wird bearbeitet. So, ich mache da jetzt nicht irgendwie so einen Quatsch. So, nee, Film ist so, es muss alles unbearbeitet. Nee, überhaupt Geil, nicht. Also ich geil. behandle das genauso, wie wenn ich jetzt mit der Digitalkamera ein Bild mache. Das wird auf jeden Fall noch bearbeitet. Vielleicht nicht so krass, weil du einfach Ja. nicht viel machen musst. Du hast einfach so, der Look ist halt vom Film schon gegeben. Da ja, die Und da machst Form. du halt ein bisschen noch Sättigung hinher, Kontraste, bla bla bla, bisschen Belichtung und das war's halt. Genau, ja. Stark, die nächste Frage, die mir gleich noch eingefallen ist, wie archivierst du denn? Archivierst du überhaupt oder bist du wie ich negative Schuhkarton? Wie behandelst du das? Nee, ich mache mittlerweile, habe ich einen Ordner angefangen und meine Negative schneide ich immer in 6er-Streifen und hefte die ab dann. Leider mit Beschriftung habe ich sie überhaupt nicht. Also ich habe, seit ich angefangen habe, analog zu fotografieren, kein einziges Ding beschriftet, leider. Muss ich mal irgendwann nachholen vielleicht. Aber ich archiviere schon, also lege ich mittlerweile schon Wert drauf, weil ich auch, ich war
3 Monate mit meiner Freundin auf Weltreise und hatte da eine Einwegkamera dabei und die Negative, die sind halt einfach mal rausgeflogen. Und das habe ich, ich habe zwar noch die Abzüge davon, aber die Negative sind halt weg und seitdem habe ich gesagt, das muss alles, ich brauche die Dinger alle und ich sammle die alle, fertig. Geil. Und was für eine Kamera hattest du auf Weltreise dabei? Ich hatte nur eine, das war so eine, ja, Einwegkamera. So eine, Ach, was weiß ich, Fuji Einwegkamera, irgendwie sowas in die Richtung war das. hast du das schon fotografiert oder war Ich das habe vor da deiner schon Fotos? fotografiert, aber alles digital. Also ich hatte eine, meine Ah, Sony A6000 dabei okay. und dann halt noch die Einwegkamera. Ah, Genau. okay, verrückt. Ich hab vorher im Gespräch mit Robert, ich habe, bevor ich den Podcast mit dir aufgenommen habe, mit Robert gesprochen und da habe ich es erzählt. Ich habe auch mal eine Europareise gemacht, die ging ein Jahr lang. Also ich war ein Jahr lang mit dem Rucksack durch Europa unterwegs. Mega geil. Ich habe da nicht fotografiert. Das war, bevor ich meine Liebe zur Fotografie entdeckt habe. Und manchmal liege ich im Bett drin und bereue so arg, ich hatte da nur eine scheiß Aber GoPro ich fühle dabei, das, ich fühl das dass ich da 100%. dann nicht wenigstens eine Einwegkamera dabei gehabt hätte oder Ja, auf jeden irgendwas Fall. anderes. Heutzutage würde das natürlich ganz anders aussehen, wobei ich mich da auch versuche zu zügeln. Also wenn wir in den Urlaub fahren, also digital, ich habe gar keinen Bock, irgendwie großartig digital zu fotografieren. Ich nehme dann doch meistens immer eine Leica mit. Meine Leica war ganz lange meine Urlaubskamera. Ich hatte die alte M9, habe die überall Okay. mit hingeschleppt. Es war total geil, mochte ich sehr. Aber ich mache mir dann, wir wissen, wo wir in den Urlaub fahren und dann fange ich an, mir so Gedanken zu machen. Lauf über meine Vitrine und denke mir, okay, welche analoge Kamera? Okay, die könnte ja zu der Geschichte passen und so, okay, wenn wir Genau. nach Frankreich gehen, dann nehme ich die Kodak mit, weil die wurde für den Ersten Weltkrieg gebaut und da gibt es ja dann irgendwie auch einen direkten Bezug zu Ja, ja, Frankreich und ja. so. Und welche Filme und okay, und fange dann so komplett an, mit dem Kopf zu Ich glaube, so geht es zerficken, jedem. Also ich kenne, glaube, keinen analogen welche. oder egal, Fotograf insgesamt, der da anders ist. Also bei mir ist das größte Problem, wenn ich in Urlaub fahre, ist, welche Kamera nehme ich mit und wie viel Film nehme ich mit. Eier auf den Tisch, wie viele Kameras hast du? Boah, ich habe echt gut ausgemischt. Ich habe jetzt noch vielleicht 5, 6 analoge Kameras plus Polaroids, noch ein, zwei Stück. Nutzt du Ja. die oder bist du abgefuckt vom Ich habe. Polaroid-Preis? Oh, nee, also eher Instax. Meine Freundin, der habe ich meine so eine Instax-Kamera geschenkt. Die nutze ich eigentlich regelmäßig. Die White, also die bisschen größeren, die finde ich eigentlich ganz cool. Polaroid ist so, ja, ist halt immer so künstlerisch. Also der Film ist halt einfach, der macht halt einfach, was er will, sage ich mal. Da kommt Ja, jedes Bild anders raus. das stimmt. Du Finde kannst ich nicht teilweise steuern. ganz cool, aber halt auch mittlerweile, ich glaube, 3 € fürs Bild oder 2,50 oder so. Das ist halt Zwei, schon ja. happig, ja. Ja. Du darfst noch eine Kamera benutzen. Welche? Und warum? Auf jeden Fall meine M6. So. Die habe ich mir gekauft 2019, wo wir von der Weltreise kamen. Habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt analog, das ist jetzt mein Ding, das will ich durchziehen jetzt. Und dann habe ich gesagt, ich kaufe mir jetzt eine Leica. Habe mir die für 1,5 damals noch gekauft, also auch noch zu angenehmen Preisen. Und ja, auf jeden Fall, die habe da auch die Geburt von meinem Sohn damit dokumentiert und so, die ist mir echt ins Herz gewachsen. Also die Kamera gebe ich auch nicht Geil. mehr her, das ist so ein Ding, das, ja, die bleibt auf jeden Fall. Also, Was für ein selbst wenn sie nicht mehr Objektiv machst du funktioniert. drauf? Ich habe einen 28er Elmarit, habe ich drauf, ab Auch und zu schön. mal. Und dann habe ich noch einen 35er Fuchtländer, ja. Hast du auch das Gefühl, dass Weitwinkelaufnahmen auf Film deutlich schwerer zu machen sind als digital? So gerade wenn du aus der Landschaftsfotografie kommst und dann, ich finde 28 ist manchmal schon recht schwierig, geile Ergebnisse mitzuerzielen auf Film. Ja, auf jeden Fall. Also, ich kann jetzt digital, ich hatte immer digital eigentlich immer einen Zoom drauf, Okay. 24-70 oder so. Daher, das mit der Brennweite war damals noch nicht so ein Ding für mich. Ich habe halt einfach, so wie es halt gepasst hat, einfach Geschossen. das Bild zusammengestellt. Genau, und jetzt ist halt nur noch Festbrennweiten und da muss man sich halt schon mehr damit auseinandersetzen. Also, das Ja, 28er Logo. habe ich eigentlich jetzt meistens nur drauf, wenn man irgendwie wirklich in die Stadt geht oder Street-Fotos mache ich auch ganz gern mittlerweile. Da habe ich das 28er meistens dann drauf. Sonst aber eigentlich so 35er ist das Ding, wo eigentlich immer drauf ist mittlerweile. Er ist eine geile Brennweite. Ich habe sie mir jetzt im Zuge, ich gewechselt von Canon auf Leica, also beruflich. Und ich habe auf Canon eigentlich nur 35, 85 fotografiert. Und jetzt fotografiere ich 28 mit der Q und 50 mit der M.
Und muss sagen, auch geil, aber schwierig. Also ich habe schon so, der Reflex geht schon immer wieder zu Kuh, weil die näher an den 35 drauf ist. An die 50 muss ich mich tatsächlich erst gewöhnen. Also tatsächlich ja, ganz, ganz neu. Ging mir genauso oder geht ja, mir genauso. Ja, schön, schön, schön. Also auch geil, weil es mich zwingt umzudenken. Ich bin ein bisschen faul geworden in meinem fotografischen Kopf. So, ich habe halt 35 mm durchgespielt in jeder Form und Farbe. Ich war am Ende, du kannst ja bei Lightroom dann gucken, wie viel deiner Bilder wurden mit welcher Brennweite geschossen. Ich glaube, ich hatte 2019 98% mit dieser Linse fotografiert. Also nur diese eine 85er fürs Brautpaar-Shooting oder so. Ich habe auch keine zweite Kamera mehr mitgenommen, weil ich sowieso nur mit der 35er fotografiert habe. Aber ist eigentlich auch ganz cool so. Das hat ja dann auch einen gewissen Look. Genau, das Gesamtpaket dann so. Genau, bis du satt bist. Ich habe das halt 3 Jahre gemacht und jetzt kann ich es nicht mehr sehen und es kotzt mich an. Und jetzt bin ich ganz geil mit dem 50er und freue mich da drauf. Und ich glaube, außer dir und mir, weil wir jetzt drüber gesprochen haben, fällt es auch niemandem auf, dass ich die Brennweite gewechselt habe. Nee, weil man ja schon so, ja, natürlich. Da muss man auch immer so ein bisschen Realist sein und so ein bisschen gucken. Meistens ist man selber ja immer sein größter Kritiker. Auf jeden Fall, ja. Kann ich unterschreiben. Aber finde ich total geil, dass du da so offen und ehrlich damit umgehst und sagst, natürlich bearbeite ich meine Negative. Finde ich total geil. Machen ganz wenige, die das, ich glaube, viele machen es, wenige geben es zu und halten da so ein bisschen diese mehr vom das bleibt so, wie es gemacht wurde. Und nee, überhaupt nicht. Alle, das kommt ja schon bearbeitet aus dem Scanner. Also sobald du scannst, ist dein Negativ nicht mehr so, wie es war. Und selbst in der Dunkelkammer bearbeitest du dein Bild völlig im Endeffekt. Richtig. Genau, Leute, die immer sagen, oh, Photoshop ist scheiße, weil früher wurde das auch nicht gemacht. So, Digga, keine Ahnung, was in der Dunkelkammer alles getrickst wird und abwedeln. Und der ganze Scheiß, der kommt ja aus der Dunkelkammer. Die Begriffe kommen ja nicht von Photoshop, sondern das gab es ja lange, lange, bevor wir Bilder in den Äther geworfen haben. Ne? Auf jeden Fall, ja. Ja, total geil, ey. Das war jetzt sehr, sehr viel Info und vielleicht auch nicht ganz an dem Faden, wie ich ihn mir aufgebaut habe. Aber total sympathisch, dich davon ganz vielen Seiten ausquetschen zu dürfen. Ist auch cool, dass ich da sein darf und mit dir heute über analoge Fotografie quatschen. Mega geil. Du bist auch so ein bisschen der Exot im positiven Sinne, weil der Rest fotografiert alles sehr digital und auch analog mit. Ich glaube, so das haben wir alle gemeinsam, die hier in dem Podcast sind und uns treffen, dass wir alle so ein bisschen diesen Stil und Look fahren. Aber du bist auf jeden Fall der König der analogen Fotografie. ist auch der perfekte Name. Geiler Begriff. Ja, ich wollte es gerade sagen. Maximilian Forster, der König der analogen Fotografie. So möchte ich das, glaube ich, hoher Titel. Völlig in Ordnung. So, man muss sich einfach als König bezeichnen, dann ist man es nämlich auch. Hier, King Cool Savage, bis heute der König. Mega. Und so muss man das, glaube ich, einfach als Standing stehen lassen. Ich könnte mit dir 1000 Stunden weiter quatschen. Ja, safe. Geht und, mir genauso. Mir würden auch Millionen Ideen einfach noch einfallen. Vielleicht ist es ja gar nicht unsere letzte Folge. Vielleicht setzen wir uns irgendwann nochmal hin und machen nochmal eine Episode. Aber ich glaube, so für den Anfang und so für dieses Format, was ich mir ausgedacht habe, nämlich dich als Fotograf vorzustellen und so ein bisschen auch deine, weil ich dich auch sehr, sehr sympathisch fand, du bist der Einzige von allen, mit denen ich vorher schon mal gesprochen hatte, einfach weil wir schon ein Vorgespräch hatten. Und du warst mir vom ersten Kontakt an so hammersympathisch, dass ich mich einfach sehr freue. Ja, gleichfalls, auf jeden Fall. Danke sehr. Und deswegen habe ich mich auch ganz besonders auf dich in dieser Folge hier gefreut. Cool. Ich habe irgendwo noch, ich gehe gerade so meinen Zettel durch, was ich dich noch fragen wollte. Kennst du Fotoweisheiten? Hast du eine? Also Fotoweisheiten. So, wenn die Sonne lacht, Blende 8, hast du auch eine? Boah, nee, so spontan. Also die, wo du jetzt gerade gesagt hast, die wären mir tatsächlich auch eingefallen. Aber genau, das ist so der Klassiker. Ich frage immer jeden, ob er eine hat, aber tatsächlich, bei mir ist von 11 bis 3 hat der Fotograf frei. Die nutze ich immer, aber ansonsten wollte ich von jedem immer so noch ein dummes Zitat am Ende haben. Da du keine Auftragsarbeit machst, aber vielleicht doch. Cool. Pass auf, ich frage immer jeden Fotografen nach seiner weirdesten Story, die er angefragt wurde. Jeder, der, glaube ich, ein Instagram-Profil hat, wird mal weird angefragt. Hast du eine weirde Story parat, die du gerne erzählen möchtest?
Oh, wir haben halt, wir schreiben immer viele Leute, die überhaupt nichts mit dem zu tun haben, was ich mache so. Wir schreiben manchmal Fitness-Blogger, ob ich Bock habe, mit denen zusammenzuarbeiten. Dann denke ich mir so, Leute, irgendwie, keine Ahnung, seht ihr, was ich mache oder weißt du, was bei denen passiert nicht, manchmal. Nicht gewertschätzt, ne? Nicht aber verstanden so, einfach, was man macht. So anfragenmäßig, nicht, nee, ich habe halt dummerweise wie man am Anfang ist, so viel for free gemacht halt, einfach mich schreiben irgendwelche Leute an, denkst so, ja geil, der hat 10.000 Follower oder so, verlinkt dich dann und das bringt dich weiter, so, halt Ja. komplett Quatsch, so, aber das war was ich nie wieder machen würde, so für irgendwie, ja, keine Ahnung, für Reichweite irgendwie Fotos machen. Bist du damit auf die Fresse gefallen mal? Also haben Leute deine Gutmütigkeit ausgenutzt? Ausgenutzt würde ich nicht sagen, aber die haben schon jetzt, ich glaube schon teilweise nach Fotografen gesucht, die For free arbeiten. kein Geld dafür nehmen wollen. So kleinere Accounts angeschrieben, also das kann ich mir schon so vorstellen, ja. Das ist mega traurig tatsächlich. Also das Schöne ist, ich habe vor allem mit Robert gesprochen, der fotografiert seit 20 Jahren und der konnte die Frage verneinen und hat gesagt, nein, ich habe noch nie eine negative Erfahrung damit gemacht, was mich total freut, weil ich tatsächlich sagen muss, ich habe eine ganze Menge davon schon gehabt. Weirdeste Story ever. Ich wurde angefragt, geschäftlich, fuck, von einem Schmiermittelhersteller. Ich sage jetzt nicht den Namen, aber von einem Schmiermittelhersteller. Die machen so einen Katalog mit nackten Weibern. Ist jetzt nichts, wo ich mega Bock drauf habe. Ist einfach nicht meine Art der Fotografie. Aber ey, für Geld mache ich es natürlich, so keine Frage. Dann haben die mich angerufen, wir haben einen Termin gemacht, ich habe einen Pitch vorbereitet, also ich habe mich da auch wirklich mit dem Produkt auseinandergesetzt, bin da rein, hab das Ding gepitcht und hatte auch ein gutes Gefühl mit der Marketingabteilung und so weiter. Und dann haben die mich für einen zweiten Termin herbestellt. 20 Kilometer Fahrt, ne? Eine Strecke, einerseits. Und dann sagen die, ja, die würden mich voll gerne dabei haben. Sie würden gerne einen Probedurchlauf machen und das alles festmachen. Ich habe denen dann ein Angebot geschrieben, das war auf 5 Tage aufgeschrieben, weil der Umfang recht groß war. Ich sagte, jo, kein Problem, teilt das Angebot durch 5, dann habt ihr den Tagessatz so. Ja, also beim Tagessatz, da wird sie gerne genommen. Ist ja auch ein recht umfangreiches Projekt und sie haben dann ein Budget vom Chef bekommen, was sie da als Tagessatz rausnehmen können und das müsste dann in dem Budget bleiben, aber dann würden ja auch ganz viele Folgeaufträge kommen und so und dann so, was ist denn euer Budget? Und dann sagt die, naja, also du würdest dann 250 Euro plus Verpflegung bekommen. Und ich musste einfach laut loslachen. Es tut mir echt leid, weil alleine der Ja, Assistent, also ich hätte damit macht zwei keinen Sinn, Assistenten, ja. null. Ich habe gesagt, ist so euer Scheiß ernst so. Alleine die viermal hin und her fahren, die ich jetzt hier reingesteckt habe in Pitch und Zweitgespräch. So, Digga, allein da könnt ihr euch die 250 Euro in die Haare schmieren. So. Ist keine kleine Firma. Ich google solche Firmen dann natürlich auch immer, google auch Klar. den Umsatz und war dann wirklich sauer, bin gegangen, hab gesagt, nee, also auf gar keinen Fall, da kommen wir auch. Es wird halt oft am falschen Ende gespart irgendwie. Jetzt pass Die auf, Arbeit wird halt nicht so anerkannt. ich Das habe ist das mich ein Problem. bisschen umgehört dann bei Fotografenfreunden und das haben die einfach bei ganz vielen versucht abzuziehen. Ah, Und okay. haben dann am Ende irgendwie, vier Fotografen gefunden, die den das dann für diesen Testlauf gemacht haben, für diese 250 Euro und haben dann mit diesen Bildern den Kalender gemacht, ne? Also sich dann praktisch den Fotografen gespart, der das, was die dann in Summe als Tagessatz kassiert hätte, richtig frech, Total, wo ich dann echt manchmal denke, krass, fickt dann in dem Punkt die Marketingabteilung, die das dann sicher als gute Idee hält, weil es gibt so viele, die das wirklich fair machen und ich habe so viele tolle Kunden, die das fair machen und nie rumdiskutieren wegen Preis oder sonst was. Aber bei ja. sowas muss ich tatsächlich auch sagen, da muss man manchmal schlucken und sagen, krass, was für Leute einen da doch anschreiben. Ja, das kann ich komplett nachvollziehen, also. Würde ich mich auch drüber aufregen dann, aber das Problem ist einfach die Sachen, ja, ein paar Fotos machen hin und her, so, das ist das, was viele denken, aber das ist halt nicht damit getan. Jetzt wollte ich die Folge gar nicht so negativ ausklingen lassen. Ich habe mich Nee, da jetzt überhaupt richtig nicht. in. Es ist ja, Fotografie ist nicht negativ, also in keiner Weise negativ.
Außer das, was man aus der Kamera hinten rausholt. Richtig. Guck mal, jetzt haben wir noch einen Flachwitz zum Ende gemacht. Max, ey, es hat mich mega gefreut. Wir sind jetzt über eine Stunde rausgekommen. Ich habe mir immer so eine Stunde Pi mal Daumen als Richtwert. Ja, das ist auch eine gute Länge, glaube ich. Ich finde es auch mega geil, dass du das machst. So, ich habe richtig Bock, mir das alles anzuhören, auch die anderen und so. Richtig geil. Danke, 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 vielen Dank. Ich habe immer, lag ganz vielen Leuten ewig damit in den Ohren, dass ich einen scheiß Podcast machen wollte. Niemand hatte Bock, weil es stimmt schon, der Markt ist sehr, sehr gesättigt an Podcasts und viele dümpeln da irgendwo im Bereich der Irrelevanz rum. Machen wir uns nichts vor, werde ich wahrscheinlich auch rumdümpeln, aber ich hatte Spaß und konnte das Projekt mal anfassen. So ist es, das ist das Wichtigste. Genau, und einfach mal ausprobieren. Und wenn nur ein paar Leute davon Mehrwert haben, ist es schon genug. Geil, meine Rede. Max, in diesem Sinne, hat mich sehr, sehr gefreut, dass du hier als Gast aufgetreten bist. Die letzte Sequenz möchte ich dir überlassen, wenn dir noch irgendwas auf dem Herzen liegt, hau raus. Für alle ZuhörerInnen, ich verlinke alles von Max unten in der Beschreibung. Schaut euch bitte, bitte sein Instagram an. Folgt ihm, das ist wirklich ein Mehrwert für den Alltag. Einmal Grandpas Archiv, was für mich immer so ein bisschen mit dem DeLorean zurück in die 70er, 80er, 90er ist und auch total viel Spaß macht beim Zuschauen. Aber mindestens genauso gut. Einfach Max seine Bilder, die er da raushaut und Stories finde ich richtig gut und bin richtig, richtig froh, dass du in meinem Feed gelandet bist und wir irgendwie als Kollegen auf Augenhöhe uns hier in dem Gespräch begegnen konnten. Max, richtig, ich cool, übergebe. Ja, ich habe eigentlich nicht viel zu sagen. Schnappt euch eine analoge Kamera, die irgendwo im Keller liegt und schießt einen Film durch und verliert den Spaß an der Fotografie und das ist alles, was es zu sagen gibt eigentlich. Das ist, warum es jeder von uns macht wahrscheinlich. Aus Spaß. Geil. Perfektes Endwort. In diesem Sinne, lasst euch gut gehen. Max und ich wünschen euch noch einen schönen Abend. Danke, dass ihr reingehört habt.